Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Revelio. Das kann nicht Ihr Ernst sein. Kobolde und Rookwood? Das ergibt keinen Sinn. Das ist, gelinde gesagt, ziemlich ungewöhnlich. Ungewöhnlich? Es ist unvorstellbar. Es... Ah, Fig. Sie haben Besuch. Mal sehen, was ich herausfinde. Sir, ich konnte die verbotene Abteilung durchsuchen, als Sie bei Professor Black waren. Es war ein Buch, das wir brauchten. Was? Das... Halt. Sie haben sich Zugang zur verbotenen Abteilung verschafft? Wie das? Ach ja, eigentlich will ich es gar nicht wissen. Naja, eigentlich war das Buch unter der verbotenen Abteilung, wie auf der Karte zu sehen. Ich will alles hören, aber schauen wir erst mal. Oh... Oh nein. Einige Seiten scheinen zu fehlen. Jemand muss das Buch vor uns gefunden haben. Nun, ich werde die Überreste dennoch untersuchen. Vielleicht finde ich etwas Nützliches, auch wenn es dauern wird. Ich frage mich, warum es hier war, unter Hogwarts. Ich glaube, ich weiß es, Sir. Ich sah bei dem Buch noch zwei Erinnerungen. Noch ein Denkarium? Bei Godrics Herz. Der Mann, den wir gesehen haben, Percival Rackham, war ein Professor. In der ersten haben er und drei andere Professoren mit alter Magie ein Dorf nach einer Dürre wiederhergestellt. Miriam hatte recht. Und die zweite Erinnerung? Sie sprachen mit einer Schülerin, die im fünften Jahr begonnen hatte, wie ich. Sie konnte auch magische Spuren sehen. Warum diese Erinnerung? Vielleicht erklärt das Buch mehr. Jetzt muss ich es mit nach London nehmen. Der Schulleiter bestand darauf, dass ich direkt mit dem Minister über George Tod spreche. Verstehe. In der Zwischenzeit sehe ich mich nach den verschwundenen Seiten um. Gut. Vernachlässigen Sie die Schule nicht. Sie machen Fortschritte mit dem Zauberstab. Aber in Kräuterkunde und Zaubertränke sollten Sie gut aufpassen, denn Magie ist mehr als nur Zaubern. Auch ohne Sie wird mir nicht langweilig. Das haben Sie sehr gut gemacht. Ich bin gespannt, was Sie bei meiner Rückkehr erreicht haben werden. Oh, und vernachlässigen Sie Ihre Freunde nicht. Sie werden überrascht sein, wie viel Sie auch von Ihnen lernen können. So bald wie möglich in Lower Hogsfield. Ich möchte mit dir über Rookwood und Harlow sprechen. Und außerhalb des Schlosses wäre das wohl am besten. Es wird Zeit, deine Duellfähigkeiten zu testen und einen neuen Schulchampion zu finden. Komm zum üblichen Ort für die Finalrunde von Gekreuzte Stäbe. Die Übungspuppe steht weiter zur Verfügung. Revelio. Revelio. Professorin Fig und Weasley möchten, dass ich Ihnen noch einen Verteidigungszauber beibringe. Erledigen Sie bitte meine Aufgaben und kommen Sie anschließend zu mir in mein Klassenzimmer. Revelio! Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen ist.
Ein daedalischer Schlüssel. Wohin der wohl führt? Da ist der Schrank. Wie bekomme ich den Schlüssel rein? Wunderbar. Eine alte Münze? Vielleicht weiß Nelly mehr. Ich habe Süßigkeiten auf dem Revelio. Ich habe gestern Konntest du einem der daedalischen Schlüssel folgen? Hallo Nelly. Ich konnte einen daedalischen Schlüssel ins Schloss bekommen. Großartig. Was hast du im Schrank gefunden? Eine Art merkwürdige Marke. Sieht wie ein Hausabzeichen aus. Ich wette, das öffnet Haustruhen. Ich nenne sie Haustruhen. Ich habe sie in Gryffindor gesehen und gehört. In den anderen Gemeinschaftsräumen gibt es auch welche. Halte nach ihnen Ausschau. Ich hoffe, du machst weiter. Bei so viel Mühe muss der Preis ja atemberaubend sein. Ich sollte das erledigen und die Slytherin-Haustruhe finden. Ich brauche wohl noch mehr Hausmarken, um die zu öffnen. Viel mehr, wie es aussieht. Thank you.
Arsch. Hallo, Lucan. Ich würde gern mit der Übungspuppe trainieren. Brillante Idee. Dieses Mal wird es etwas anspruchsvoller. Bereit? Das wäre toll. Wunderbar. Ich bereite alles vor. Wirke wieder alle Zauberkombinationen, bevor die Puppe aufkommt. Wenn du die Übung frühzeitig abbrechen willst, sag mir einfach Bescheid. Sehr schön. Exzellente Handarbeit. Ich will nicht gegen dich kämpfen. Danke, Lucan. Du warst sehr hilfreich. Ach, hör auf. Ich werde gleich rot. Wirklich gut gemacht. Die Übungspuppen werden sich nicht so schnell nochmal mit dir anlegen. Und du wirst bei den gekreuzten Stäben noch stärker. Wehe den anderen Duellanten. Hallo, Lucan. Ist die Finalrunde der gekreuzten Stäbe soweit? Wichtiger Kampf heute. Alles hat zu diesem Moment geführt. Dem Moment, an dem wir sehen, ob dein Training und deine Hingabe für den Sieg reichen. Bereit für deine große Chance? Auf jeden Fall. Großartig. Trittst du mit deinem Partner an? Ich trete allein an. Dann kann's ja losgehen. Diesen Sieg werden wir auskosten. Ja, recht so. Castingo! Incendio! Das war's mit meiner Wette. So sehen Sieger aus. Contrigo! Contrigo! Turnier gewonnen. Ich bin nur froh, mich gut geschlagen zu haben. Und wir sind froh, so einen gnädigen Champion zu haben. Jetzt erhält die Siegerin den Preis.
Und so habe ich die große Ehre, dir dieses einfache, aber elegante Abzeichen für Höchstleistungen im Duell zu überreichen. Danke. Es war mir eine Ehre. Wohlverdient. Du bist eine ernstzunehmende Duellantin. Nachdem wir jetzt eine eindeutige Turniersiegerin haben, wende ich mich besser wieder meinen Schularbeiten zu. Wie es meinen Kräuterkundepflanzen wohl geht? Ich habe mich lange nicht gekümmert. Ja. Revelio. Ich sage ja immer, ich hoffe, Sie haben alles geschafft, was... Professor, ich habe Ihre letzten Aufgaben alle abgeschlossen. Gut gemacht. Dann sind Sie bereit für Expelliarmus. Geben Sie Acht. Mit dem Entwaffnungszauber können Sie selbst die mächtigsten Hexen und Zauberer entwaffnen, mit denen Sie es zu tun kriegen. Zaubern erfordert Konzentration und einen ruhigen Zauberstab. Gute Arbeit. Die Puppe ist hier, falls Sie noch üben möchten. Expelliarmus! Sie scheinen auf dem richtigen Weg zu sein, aber üben Sie weiter. Expelliarmus rettet... Thank you.
Revelio. Züchtet sie schon wieder Pungus-Zwiebeln? Guten Morgen, Professor Garlic. Wie schön, Sie wiederzusehen, Lenora Liebes. Ach, hier. Die brauchen Sie für den heutigen Unterricht. Eine Kleinigkeit für Ihre Tante. Ach, hallo. Klasse. Die neueste Rose in unserem Garten. Lassen Sie uns gemeinsam wachsen. Wie reizend, alle wieder beisammen zu haben. Dieses Jahr wird voller Zauber und Aufregung sein. Aber das Wichtigste, das wir in der Kräuterkunde kultivieren, ist Wissen. Der umsichtige Kräuterkundler fürchtet die Venemosa Tentacula nicht mehr als die springende Knolle. Nun denn, heute werden wir uns mit einer lieblichen Knolle vertraut machen, nämlich der Alraunenwurzel. Akio! Mal sehen, was wir für unsere faserigen Freunde tun können, was? Zuerst schützen wir unsere Ohren. Nun, alle, packen Sie Ihre Alraune an den Ranken und ziehen Sie kräftig. Sollte die Wurzel wie eine warme, schmutzige Decke umhüllen. Dann fühlt sich die Alraune richtig wohl. Reparo! Das tut mir sehr leid. Ich fürchte, ihre war etwas zu alt. Also gut, weg mit dir. Das haben sie alle toll gemacht. Als nächstes werden wir Diptam an den Pflanzentischen einpflanzen. Ob Hippogreife wohl knöterig mögen? Ja, Professor. Zuerst einmal möchte ich Sie zu Ihrer Alraune beglückwünschen. Sie können recht anspruchsvoll sein. Ich hatte eigentlich sogar Spaß. Ihr Enthusiasmus ist ansteckend. Wie nett von Ihnen. Es scheint, als würden Sie im Fach der Kräuterkunde bereits Ihre Wurzeln schlagen. Wie bereits erwähnt, werden wir jetzt Diptam sehen. Holen wir also zunächst die Samen. Ich habe schon welche, Professor. Aus Hogsmeade mitgebracht. Sie waren in der magischen Rübe? Wunderbar! Vorbereitete Schüler wachsen und gedeihen. Ich habe Ihnen einen eigenen Pflanztisch im Unterrichtsraum reserviert. Das war in der kurzen Zeit gar nicht mal so einfach. Säen Sie die Samen aus und kehren Sie später zur Ernte zurück. Gute Erde, Sonnenlicht und Magie helfen zwar sehr, aber Zeit zum Wachsen brauchen Sie trotzdem. Mal sehen, wie kann ich mein Flockenblumen-Arrangement abrunden? Aufgrund seiner Heilwirkung ist Diptam eine wichtige Zutat für den Mega-Power-Trank. Gut gemacht. Sobald er geerntet werden kann, ist Ihr Diptam für den Mega-Power-Trank einsatzbereit. Professor Sharp wird Ihnen das erklären. Nun, strecken wir unsere Zweiglein etwas aus und sehen uns eine andere Pflanze an. Den chinesischen Kaukohl. Einige Pflanzen sind besser für die Verwendung außerhalb des Kessels geeignet. Ohne etwas zum Kauen sind die Kohlköpfe wirklich reizbar. Zum Glück habe ich eine Puppe, an der sie nagen können. Lassen Sie sie ordentlich hineinbeißen. Ja, Professor. Sie sind im anderen Gewächshaus, gleich am Ende des Weges, der aus diesem Raum herausführt. Ihr Klassenkamerad, Mr. Pruitt, wird Sie netterweise begleiten. Kommen Sie zu mir zurück, wenn Sie fertig sind. Und passen Sie auf Ihre Finger auf. Sie beißen. Revelio.
Menschen braucht Geduld genauso sehr wie Wasser und Sonnenlicht. Hattest du schon mal ein Kesselleck? Hallo. Ich hab dich neulich auf dem Weg nach Hogsmeade gesehen. Freut mich. Ich bin Leander. Ich zeig dir den chinesischen Kaukohl. Er ist gut gemacht in Verteidigung gegen die dunklen Künste. Verzeihung? Dein Duell mit Sebastian. Er ist gut. Er hält sich für richtig gut. Aber du hast ihn regelrecht vernichtet. Genial. Oh, tja, danke. Ich hätte es Sebastian fast selbst gezeigt. Ich meine, wenn Hackett mich nicht aufgehalten hätte. Hat sie dich nicht vor dem Drachenschädel bewahrt? Typisch Slytherin. Andere im Kampf mit Drachenschädeln bewerfen. Wir Gryffindors kämpfen ehrenhaft. Nichts für ungut. Tut mir leid. Hier wären wir. Die Heimat des chinesischen... Revelio! Siehst du die Übungspuppe? Wirf einfach den Kohl auf sie. Er macht den Rest. Schau dir das an. Die kauen alles, was sie in den Mund bekommen. Mama hat letztes Jahr welche im Garten gepflanzt, um die Gnome fernzuhalten. Entgnomen musste sie nicht, aber ihre hupenden Narzissen waren hinüber. Fiese kleine Mistkerle, was? Solche Pflanzen mag ich. Keine dummen Bubotuble oder springenden Knollen. Pflanzen, die dir im Kampf den Rücken stärken. Es geht doch allein, aber naja, stell dir vor, das wäre keine Puppe. Sie könnten außerhalb des Gewächshauses bestimmt von Nutzen sein. Etwas Hilfe kann nicht schaden, selbst von einem Kohlkopf. Da draußen herrscht Chaos. Trolle in Hogsmeade und so. Wenn es sein muss, muss man eben auch mal Kruziferen werfen. Bei Wasserwegerich und Knollenblätterpilz gibt's mehr davon. Und Pflanzen, die deine Eltern nicht im Garten pflanzen würden. Du verstehst schon. Naja, wir sollten wohl zurück in den Unterricht. Lass dir Zeit. Wir sehen uns im Unterricht. Revelio. Erinnerung daran, warum wir immer unsere Drachenhauthandschuhe tragen sollten? Ich habe mich um den chinesischen Kaukohl gekümmert. Bemerkenswerte Pflanzen, nicht? Ich hoffe, es war nicht allzu viel Mühe, aber ich sehe weder Bisse noch fehlende Fingerkuppen. Glücklicherweise, denn sie scheinen einen grünen Daumen zu haben. Ich bin schon gespannt darauf, wie sich ihr Talent entfaltet. Zauberpflanzen sind faszinierend. Ich möchte unbedingt mehr lernen. Das freut mich. Kräuterkunde ist ein unerschöpfliches Thema. Pflege deinen Garten, dann pflegt er dich. Das war wohl alles. Kommen Sie ruhig mal zum Plaudern vorbei. Ich freue mich immer, von meinen neuen Schülern zu hören. Hoffentlich gefällt den Alraun ihr neues Zuhause, wenn ich dafür schon mein Gehör opfern muss.
Hast du dich je gefragt, wie ein Wissen darum geht? Revelio! Diese Ranken sind so trocken, dass ein Funke sie entflammen würde. Loom, das muss der Eingang zum verborgenen Kräuterkunde-Korridor sein. Teufelsschlinge, die scheint im Dunkeln zu gedeihen. Mag vermutlich kein Licht. Lumos. Reparo. Wie es aussieht, hat die Teufelsschlinge eine Truhe beschützt. Lumos. Mit nur einem Stück dieser riesigen Venemosa Tentacula könnte Duncan wohl seinen Mut beweisen. Revelio.
hast du schon etwas, um meinen Mut zu beweisen? Hallo, Duncan. Ich habe den Beweis für dich. Das ist ein Blatt? Das war ja eine riesige Venemosa Tentacula. Das ist besser, als ich zu träumen gewagt hätte. Ich wusste, ich kann auf dich zählen. Danke, dass du mir das besorgt hast. Gern geschehen. Ich hoffe, das hilft dir, dich zu beweisen. Wenn ich das heute Abend allen im Gemeinschaftsraum zeige, ist es vorbei mit Dankuff Knuddelmuff. Dann merkt Everett, wie lächerlich der Spitzname war. Danke nochmal und bis bald. Ich bin so erleichtert. Danke für deine Hilfe. Mit Dankuff Knuddelmuff ist jetzt Schluss.